Perfekt. Es ist auch schade, dass es hier nicht so eine Art Recycler gibt. Außerdem, ich kann auch dann, angenommen, ich erweitere oben jetzt nochmal wirklich bis über die Motoren, dann kann ich ganz oben das mit den Vogelnestern zum Beispiel abreißen und da hinten nur eine Baumplantage bauen. Dass du dort 5-6 Bäume anpflanzen kannst oben. Wie gesagt, wenn du das Holz übrig hast, dann vielleicht. Aber außerdem will ich irgendwie noch probieren, dass wir wirklich irgendwo noch ein Nest, wo die Möwen hingehen, finden. Ach, das werden wir schon noch hinkriegen. Weil das kann ja nicht sein, dass wir zu untalentiert sind, die Dinger zum Brüten zu kriegen. Ja, weil oben, das muss ich sowieso nochmal abreißen, weil das ist mir auch nicht wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Das ist, ja, alles kreuz und quer gesetzt. Das Problem ist, wenn du diesen Tisch von mir halt abbaust, verschwinden die Kochrezepte. Nee, das baue ich nicht ab. Okay. Die Nester kann man ja so annehmen. Und guck mal, hier oben mache ich jetzt zum Beispiel wieder Holz, wenn ich die Etage ganz oben erstmal wegmache. Ja, immer eine Holzplanke und ein Leaf. So, und das hier zum Beispiel, hier ist ja gar nichts drinne. Das kann ich erst einmal wegmachen. Da kann ich dann nämlich das Holz zum Beispiel verwenden, um hinten nachzufüllen und nebenbei mit bauen. Also du weißt, wenn es ums Bauen geht, da macht mir keiner was vor. Möwe, ich hasse dich. So. So, ich habe jetzt hinten wieder alle Netze platziert und gesichert. Jetzt muss ich halt wirklich nur noch am Rand machen. Und dazu brauche ich Eisen. Das sind 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14 Holz, die ich brauche. So, Darko, ja, 14 Holz. Die behalte ich im... Pass auf. Die 14 Holz behalte ich im Inventar. Den Rest habe ich in die mittlere Kiste gelegt. Bitteschön. Du hast da aber noch nicht mit ein... Woher hast du so viel? Also vom Abbau. Ich habe abgebaut oben, ja. So, okay. Ja, ich habe mir sowieso wieder mal viel zu viele Sorgen gemacht, denn die Dinger rattern schon gut rein. Also wir sind schon unterwegs. Ne, weißt du, warum das vorher immer so langsam war? Weil Aids in die entgegengesetzte Richtung gefahren ist. Ernsthaft? Ja, ich wusste ja nicht, dass man das umstellen kann. Ja gut, rechts wäre eine Insel, aber egal, wir fahren einfach erstmal weiter. Ja, wir sind auch schon an Ena vorbeigefahren. Ja, die meine ich wahrscheinlich. Und guck mal, hier hinten die Netze, die florieren. Hier ist wieder massig Holz mit dazugekommen. Leck? Ja. Wir haben hier 67 Holz drin. Ach, sogar mehr. 71 Holz. Ja. Ach Mensch, Starko. Ich halte schon meine Klappe.
Ich darf mich doch verschätzen. Weißt du, was ich machen würde dann? Wenn oben die Etage fertig ist, die Dinger hier nach oben setzen. Dass wir oben wirklich 6 Bäume anpflanzen können. Wenn dir das recht ist, später. Klar, warte einfach nur, bis sie ausgewachsen sind. Aber ist nee, gut. Jetzt noch nicht. Ich muss erst die Etage weitestgehend fertig haben oben. Das dauert noch ein Weilchen. Darko. Yep, das ist der Storypunkt. Wow. Und ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Bei der Insel glaube ich auch nicht. Nee, das sind andere Bäume auch. Ich muss erstmal mit Inventar leer räumen. Wo soll ich da ansteuern? Wir müssen bestimmt eben mal rumfahren. Okay, ich fahr links dann schon mal eine Sache vorbei. Das heißt, da wird es auch ordentlich Erze unter Wasser hoffentlich geben. Das sind ganz neue Bäume. Och nee, das sind Bergbäume, also Fichten und so weiter. Was bedeutet, hier kommt der Bär dazu? Oh, nice. Könnte ich mir jetzt einfach so mal vorstellen. Oder Bienen auch. Ja, so ein Fangnetz haben wir, glaube ich, schon. Haben wir? Das hat ja immer nicht funktioniert. Ich hatte, glaube ich, eins gecraftet gehabt. Oh, ist das hoch. Ich hatte so ein Teil, wie hieß das? Insektennetz, ne? Ach so, sowas. Naja, ich dachte für die Netzkanone. Aber mal ganz ehrlich. Ja, nee, du brauchst das Insektennetz dazu. Wo ist das? Nico? Der hat das jetzt nicht... Der hat das nicht im Inventar, glaube ich nicht. Wirklich? Weil, wo ist es dann hin? Und sonst baut er einfach ein neues. Die sind ja nicht kostenlos. Ach nö. Die Insekten. Oh, ja. Oh, das zieht, ne? Also, mich würde es nicht wundern, wenn hier unter Wasser auch Haufen Zeug ist. Schaust du mal, ob die noch Holz haben hinten? Die Motoren? Ja. Die drehen sich noch ordentlich. Mhm. Aber die laufen heiß. Irgendwann. Unser Heißlaufen, glaube ich, war einfach nur immer, wenn die kein Holz mehr hatten. Ich kann gerne mal was nachhauen. Solange sie können, können sie. Also ich fahre jetzt einfach so strikt um diese Insel rum. Okay, die brauchen Holz. Ich musste 15 Planken bei dem Ehen jetzt reinmachen. Wir haben hier eine Anzeige, Alf. Wie viel? Nö, dann waren sie leer. Jetzt sind sie voll. Hier ist schon mal die flachste Stelle, aber da komme ich immer noch nicht. Meine 14 Holz jetzt erstmal mit reingemacht. Also hier waren wir definitiv noch nee, nicht. Nee, hier waren wir nicht. Ach du Scheiße, es geht noch weiter, Darko. Da oben ist ein Funkturm. Ja, ich würde sagen, das nennt man Story hier. Aber ich würde sagen, dann die erkunden wir definitiv am Tag. Die Atmosphäre müssen wir uns geben. Ja, aber ich will erstmal hier einen Ausstieg finden. Ja, fahr mal weiter in die Richtung. Weil das ist jetzt schon die flachste Stelle bisher. Nee, wir müssen die immer, wir werden die immer umrunden müssen. Boah, die ist riesig. Und ich verdurste. Hier hat wieder einer kein Wasser nachgefüllt. Schuldig im Sinne der Anklage, ich musste schnell lenken. Alter Schwede. Kann man die ganzen Bäume abbauen? Das wäre saugeil. Die großen Bäume glaube ich nicht. Nee. Ich habe einmal die ganzen Netze ausgeleert.
Ach, da haben wir das Holz wieder drin, was ich gerade verbraucht habe. Ich habe eine Möwe gehört. Lol, hier ist auch nochmal ein Haufen Holz drin gewesen. Alter, wir brauchen allein eine halbe Folge, um diese Insel zu umrunden. Willst du mal lachen, ne? Mein Schwimmzeug ist auch schon wieder fast down. Auf welche Seite müssen wir bitte? Da wäre es leichter gewesen, andersherum zu fahren, habe ich mittlerweile das Gefühl. Ja, woher sollen wir denn das wissen? Da können wir nicht wissen, aber es war eine 50-50 Chance. Da hinten scheint's gut auszusehen. Alter Schwede, ey, schau dir diese geile Insel an. Oh. Aber du fährst gerade geradeaus, ne? Du lenkst nicht ein. Ach, nö. Lenk mal bitte ein, ich glaube, da hinten geht's wirklich an Land. Ja, da sehe ich Sand. Und die Folge, ja, 11 Minuten, ne? Dann bereiten wir uns dann vor für die Insel und in der nächsten Folge werden wir die erkunden gehen. Schaufel hab ich. Essen einpacken. Und trinken. Das dauert aber 5 Minuten, nicht mehr. Naja, wir sind jetzt bei 12 Minuten, dann wird die nicht so lang. Oh. Oh. Was? Guck mal, unter Wasser, da ist ein Container. Da fahren wir, schippern wir gerade drüber. Oh je, mir wird das hier fast schon zu flach. Nee, nee, bleib so, bleib so. Da ist sogar ein Zaun. Ein Maschendrahtzaun. Hier hat ein Sturm gewütet. Kommen wir da hoch? Fahr noch ein Stück, du kannst ruhig ein Stück nach rechts einschlagen. Ja, hier kommen wir hoch. Machst du dich bereit? Schlag ruhig nach rechts ein, du kannst mit der kompletten Seite dort lang schippern. Da passiert nichts. Denk dran, wir haben Metall drum, wir sind verstärkt. Ja, ich meine einfach nur, dass wir feststecken. Ich mach die Motoren schon mal aus. Oh je, da muss ich jetzt aber auch den Anker reintun. Hab ich schon. Gut. Haben hinten noch gut eingesammelt. Alter, da, da müssen wir definitiv warten, bis Tag ist. Ich will die Atmosphäre genießen dann. Ich will eigentlich Nico einfach aufs Alt versuchen, oder um ihn ein bisschen zu ärgern, so ein Screen schicken. Mach doch. Du bist in-game alt und GR, dann hast du es gespeichert. Und dann kannst du es ihm per Privatnachricht schicken. So, Essen bin ich komplett voll. Ich nicht. Ich kann nur noch schleichen. So, wir können los. Sag mal, Dark, ich habe gesagt, dass in der nächsten Folge. Für die 7 Minuten lohnt sich das jetzt nicht. Nehme Rücksicht auf die Zuschauer. Die sollen Spannung haben. Das ist voll scheiße, wisst ihr? Jetzt hier noch versuchen zu... mindestens 5 Minuten zu strecken, dass wir nicht gleich da rangehen. Warum? Du kannst ja eigentlich theoretisch schon aufhören. Die Folge ist monetarisiert. Das ist eine Schubkarre? Ja. Ja, 15 Minuten. Das ist so, ich habe Holz, was ich nicht verbrauchen kann. Hier, platzieren. Platzieren. Ich hau hier noch mal ein bisschen Holz nach. So, ich habe Seile, die kann ich erstmal loswerden. Boah, ganz ehrlich, ich mache jetzt hier aus 60 Leaves mal Seile. Das ist ja schlimm. Ja. So.
So, noch was zu futtern. Nee, da nicht. Gib mir mal so einen Fisch. Die sind genau auf irgendeinem Ding drauf. Jetzt will ich gerne wissen, was unter uns ist. Wie unter uns? Ja, wirklich unter uns. Ja. Unter uns kannst du ruhig nachgucken gehen. Nee, du hast ein Hai. Ach so. Dann war's das mit der Folge hier.